Hallo, grüße dich zu meiner Videoserie Börsenkenntnisse, Grundlagen, Aktien für Anfänger. Und jetzt geht es gleich ohne Intro rein ins Thema des heutigen Videos: Wert einer Aktie versus Kurs bzw. Preis einer Aktie. Denn der Wert entspricht in den seltensten Fällen oder ja, seltensten Fällen eigentlich immer genau dem Kurs einer Aktie. Meistens liegt er entweder drüber oder drunter und manchmal sogar um ein ganzes Stück. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es eben entsprechend entweder Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten. Und ja, die jüngsten Beispiele zeigen es mal wieder, zum Beispiel wie ja, so Hype-Themen wie die Aktie Beyond Meat, also ein Hersteller, der letztendlich Burger macht oder Rindfleisch, das wie Rindfleisch schmeckt, das wie Rindfleisch sich anfühlt, das wie Rindfleisch aussieht und aber kein Rindfleisch ist, sondern auf pflanzlicher Basis. Ich habe da nicht mitgemacht. Dann diese ganzen Cannabis und Haschisch. Ja, Aktien, das ist überhaupt gar nicht mein Thema. Ja, ich finde es auch erschreckend, was da jetzt gerade kommt, so als Big Business. Und tja, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, wer da mitgespielt hat, wer sich da hat mit reinziehen lassen und zu spät abgesprungen ist vom Zug, der hat natürlich ja ganz schön federn lassen. Und da gibt es noch einige weitere Beispiele, wo man immer wieder sieht, wo der Wert der Aktie wesentlich geringer ist als der ja, aktuelle Kurs oder Preis einer Aktie. Costolani, ich glaube, Costolani kennen vielleicht viele, der ist leider 1999 verstorben, ist, glaube ich, über 90 Jahre alt geworden, hat beide Weltkriege miterlebt und ja, kommt ursprünglich aus Wien, hat dann in Paris gelebt und was weiß ich überall noch. Und André Costolani ist also so eine Art Legende. Und der hat mal einen folgenden Spruch gesagt, den vielleicht den du vielleicht auch schon kennst oder schon mal gehört hast. Der Preis oder der Kurs einer Aktie ist wie ein Hund, ja, und der Wert einer Aktie ist wie das Herrchen oder das Frauchen vom Hund. Ja, der Kurs oder der Preis einer Aktie läuft mal weiter weg an der Leine, ja, und mal weniger weit weg. Und kommt dann aber immer wieder zurück zum Härchen, sprich zum eigentlichen Wert der Aktie. Gut, wenn ich jetzt da zum Beispiel den Charlie, also den King Charles Spaniel meiner Schwester hernehme, der ist schon ab und zu mal ausgebüxt und ist nie wieder zurückgekommen. Ja, okay. Das sind so Exception to the Rule, also ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Gut. Also das lasse ich jetzt mal so stehen, diesen Leitspruch. Und hier mal nochmal ein paar Beispiele, wo das einfach auch in diesen sogenannten Crash-Szenarien, also zum Beispiel die letzte Finanzkrise 2007 der Fall war, wo einfach letztendlich Blue-Chip-Aktien, einige wirklich sozusagen fundamental Blue-Chip-Aktien wie zum Beispiel die Nestle oder auch Microsoft oder ja auch andere Aktien dann letztendlich stark gefallen sind. Aber letztendlich vom Wert her nicht, letztendlich sich nicht groß verändert haben. Ja? Und wer da halt natürlich dann diese gekauft hatte, dann im folgenden Jahr oder in den Folgemonaten, der hat natürlich dann sozusagen, der braucht sich auch vor keinem weiteren Crash mehr fürchten, weil der hat mehrere 100% teilweise dann im Schnitt Gewinn heute. Ja? Wer so fleißig weiter in Aktien investiert hat in den letzten 10 Jahren seit der letzten Finanzkrise. Ja, okay, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. War ein etwas kürzeres Video, aber ich würde mal sagen, ein sehr, sehr prägnantes und sehr essentiell, fundamental wichtiges Video, wenn du dich wirklich mit dem Thema Aktien oder Börse näher beschäftigen möchtest und tatsächlich dir mal ein Konto eröffnen möchtest, ein Depot und vielleicht mal die ein oder andere Investition tätigen möchtest. Hier unten habe ich dir ein paar Links reingemacht, beziehungsweise einen Link, der führt zu meiner Webseite. Dort ist dann sozusagen eine Vergleichsseite von einigen Depots, die relativ günstig sind. Es gibt natürlich immer verschiedene Erwägungen, wenn du dir ein Aktiendepot eröffnest, wenn du mehr Geld hast, also ich würde sagen mehr wie 100.000,
dann würde ich sowieso ganz am Anfang sowieso sagen, dass du dir das aufteilst auf verschiedene Depots, weil in der Regel meistens ist es nur bis 100.000 geschützt. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, wenn du Neuling bist zum Thema Börse. Und dann freut es mich, wenn du beim nächsten Video mit dabei bist, wenn es wieder heißt Börsenwissen, Grundlagen, Aktien für Anfänger. Dein Thomas Klein, Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Hier oben siehst du schon das nächste Video. Bis dann, tschüss.